Hallo Angelfreunde, seid gegrüßt, willkommen auf meinem Kanal. Ja, ihr seht, ich bin heute mal wieder hier am schönen Altrhein und werde es auf Rotaugen probieren. Also herrliches Wetter heute, Sonne scheint, aber nicht täuschen lassen. Es war heute Morgen richtig kalt, Minusgrade, ich habe müssen wieder Scheiben kratzen. Ich denke mal so im Laufe des Tages wird es heute so auf die 10 Grad hinlaufen. Also eigentlich Top-Bedingungen für dicke Rotaugen hier. Ihr seht, der Rhein hat ziemlich Hochwasser und ich hoffe ganz einfach nur, dass dadurch die ganzen Rotaugen reinziehen und das was geht. Aber wie gesagt, wir probieren es ganz einfach mal. Ich zeige euch, wie ich vorgehe und wünsche euch viel Spaß beim Video. So Leute, jetzt wird erstmal Futter angemischt, bevor ich jetzt meine Ruten aufbaue und alles hier fertig aufbaue. Ich habe heute zwei Futtersorten dabei. Das eine ist ein Fischmehlfutter. Das habe ich schon daheim vorbereitet. Einfach ein süßes, dunkles Fischmehlfutter. Da habe ich einfach die Hoffnung, dass ein paar größere Fische auf den Platz kommen. Aber wir schauen mal. Das ist einfach nur ein Versuch. Und mein klassisches Rotaugenfutter, das mische ich jetzt an. Ich denke, wenn ihr meinen Kanal kennt, kennt ihr auch das Futter von HJG Drescher, das Roach aus der Thorsten Küster Serie. Machen wir einfach mal so ein, ja, ich sag mal halbe Tüte rein, halbes Kilo. So, das reicht. Dann gebe ich dazu den Lockstoff. Ach, so eine Verschlusskappe und noch gequetschter Hanf. Beim letzten Mal habe ich das ein bisschen falsch gezeigt, beziehungsweise habe einfach auf die Schnelle aus der Tüte gequetschten Hanf reingemacht. Richtig ist es, dass man den vorher mit ganz heißem Wasser aufbrüht. Am besten 24 Stunden vorher. Und wenn man dann riecht, da kommen die ganzen Öle, die ganzen Aromen kommen da richtig raus. Und die Pampe kommt auch noch dazu. So, ein bisschen Wasser. Ausspülen. So, das Futter rühre ich jetzt an. Wie gesagt, mit dem Wasser vorsichtig sein bei so einem Rotaugenfutter. Aber das kann ruhig ein bisschen. Darf nicht zu nass sein. Es muss schön aktiv sein. So. Okay. So, von der Konsistenz her, ich denke, das wird noch nachziehen. Das lasse ich jetzt gut 20 Minuten ziehen, dann sieht man es nochmal durch und in der Zeit baue ich jetzt meine Ruten auf, mache alles fertig und dann zeige ich euch die Montagen und wie ich vorgehe und da hoffen wir auf ein paar schöne Fische heute. So Leute, ich habe alles aufgebaut, mein Futter ist fertig und jetzt können wir langsam anfangen mit dem Angeln. Ja, Rotaugen angeln, wie gesagt, heute und da ist es halt wichtig, je feiner, desto besser, ne? Ich sag mal, angefangen von der Spitze. Ich habe jetzt hier eine 1-Unzen-Spitze drauf. Dann die Schnur, das ist eine 10er geflochtene. Also, dass ich da wirklich auch jeden feinsten Zupfer angezeigt bekomme. Habe dann eine 8 Meter lange Schlagschnur. Und dann hier gehen wir über zur Montage. Das ist die Helikoptermontage. Ich denke, wenn ihr meinen Kanal kennt, dann kennt ihr auch die Montage, benutze ich ganz oft. Keine Verwicklung und ja, gerade wenn es auf Kleinfisch geht, die Fische hängen immer super. Super Bissverwertung. Dann jetzt hier ein ganz kleiner Speedkorb. Und wie schon vorhin erwähnt, wir haben halt Hochwasser. Das heißt,
Hier liegt ja jede Menge Treibgut rum. Deswegen lote ich mir jetzt erstmal eine Stelle aus, die frei ist. Da ziehe ich ein paar Mal den Korb über den Grund. Und wenn das dann sandig ist, steinig, da werde ich dann einklippen und drauf angeln. Die andere Route hier mit dem Fischmehlfutter, die habe ich schon reingeschmissen, da habe ich schon ein paar Körbe vorgefüttert und die Vorgehensweise ist jetzt aber die gleiche, die ich euch jetzt hier zeige. Also das Gewässer hier kenne ich natürlich schon sehr gut, hier war ich schon so oft angeln. Von daher weiß ich schon, man muss ungefähr, ich sag mal so, ja, 40 Meter, 30, 40 Meter raus, da ist es schon recht tief. So, und jetzt ist der Korb unten angekommen und jetzt ziehe ich ihn mal über den Grund. Und ich kann den eigentlich ganz, ganz frei und leicht ziehen. Von daher klippe ich mal jetzt hier ein. Was ich bei der Rolle super finde, das ist der mit Gummi unterlegte Schnurclip. Der ist absolut schonend zur Schnur, eine geile Sache. Was ich jetzt vergessen habe, ist beim ersten Wurf immer mal wieder die Schnur nass machen. Weil gerade wenn man zu Beginn fest und weit wirft und die Schnur ist so trocken auf der Spule, gerade bei Geflochtener, kann es ruckzuck passieren, dass man so einen riesen Knäuel hat und das ist ärgerlich. So. Ich habe hier die Cresta Identity Route, Routenserie Pro Toleranz in 3,90. Und wie gesagt, eine 1-Unzen-Spitze drauf und kann hier ganz bequem mit der Route so auf 40, 45 Meter werfen. So, Korb ist unten angekommen. Jetzt ziehe ich noch einmal den Grund ab und gucke noch einmal. Ja, und alles ist frei. Perfekt. Also auf der Stelle fütter ich jetzt 4 Körbe an mit meinem Rotaugenfutter. Ja, und dann werden wir mal schauen. Mit der Köder halte ich mich noch ein bisschen zurück beim Vorfüttern. Da habe ich heute bei tote Maden, Pinkies, Maden und Caster. Weil, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie viele Fische am Platz sind. Und wenn ich dann stetig Bisse bekomme, dann erhöhe ich natürlich die Köder. Aber am Anfang erstmal nur Grundfutter füttern. Wie gesagt, 4-5 Körbe von dem feinen Futter. Dann machen wir den Haken dran. Vielleicht zu Beginn ein Caster und 2 tote Maden oder so. Und dann schauen wir mal. Dann würde ich sagen, Leute, hoffen wir, dass was geht. Ja, ich muss sagen, das schöne Wetter, das lockt auch wieder viele Angler hierher. Da drüben sind gerade Karpfenangler mit dem Boot, die ihre Montagen da auslegen am gegenüberliegenden Ufer und füttern. Und ja, da drüben auch sitzen viele Angler. Also ja, das schöne Wetter, ne, bringt wieder viele ans Wasser. So, jetzt habe ich vorgefüttert und jetzt machen wir einen Haken dran. Und wie gesagt, beim Rotaugenangeln alles so fein wie möglich. Und es geht jetzt beim Haken genauso weiter. Und zwar hier so ein ganz, ganz feines 18er Häkchen. Ein Caster, eine tote Made. Ja, beim Vorfüttern lasse ich das Vorfach immer noch weg, weil ja, das kann sich nur unnötig dann irgendwie verheddern oder was. Und ich brauche es ja nicht beim Vorfüttern. So, hier der Quick Change Swivel kommt da dran. So. So, und jetzt schauen wir mal, ob die schönen dicken Rotaugen auf den Platz kommen. Bin gespannt. Jawohl, perfekt.
Es ist auch herrlich windstill heute. Eigentlich perfekte Bedingung. So Freunde, dann würde ich sagen, bis zum ersten Biss, hoffentlich. So, erster Biss, erster Fisch, ist auf jeden Fall was Kleines. Ein kleiner Rapfen. Ja? Sag mal, immerhin nicht geschneidert. Ja, kleiner Rapfen, kann natürlich gleich wieder schwimmen, aber das stimmt mich positiv, dass du wenigstens Fische auf dem Platz sind. Bei so kleinen Rapfen ist es halt wichtig, man darf da nicht viel Lebendköder bringen, wie Pinkies oder so, weil dann werden die ganz wild. Oder auch bei geschnittenen Würmern, dann kriegt man die gar nicht mehr los. Deswegen ruhig dann den Platz passiv lassen. Aber ich mache mal jetzt so weiter. Einen Caster, eine tote Made. So, ich konnte jetzt noch ein paar von den kleinen Rapfen fangen, aber von der Rotaugen fehlt noch jede Spur. Was ich jetzt versuche, ich versuche jetzt mal hier meinen Rotaugen-Dip. Ja, ich greife jetzt einfach mal hier in die Trickkiste. Hakenköder bleibt, in dem Fall jetzt ein Pinky und ein Caster. Funktioniert ganz gut. Und jetzt versuche ich nochmal hier den Korb einzusprühen, also mit dem Lockstoff irgendwie was zu erreichen. Ich kriege stetig Bisse, aber wie gesagt, das sind alles nur kleine Rapfen. Aber immerhin, ich würde mal sagen, alle 5-6 Minuten kommen die Bisse. Und teilweise auch schon beim Absinken. Auf dem anderen Platz mit der anderen Route, wo ich mit dem Fischmehlfutter gefüttert habe, da geht gar nichts. Da ist noch alles ruhig. Aber vielleicht kommen dann auf dem Platz speziell die größeren Fische, da bin ich mal gespannt. Herrliches Wetter, aber mein Kescher ist noch trocken. Alles nur hier die kleinen Rapfen. Also die größeren Fische kriege ich noch nicht auf den Platz. Ich kann alles probieren. Sogar wenn ich jetzt mit toten Maden angel, immer die Rapfen, die schießen jetzt voll drauf. Aber das zeigt mir, es ist der Altrheinwett aktiv. Ab und zu am Ufer sehe ich schon, dass sich mal so ein Brassen irgendwie rollt. Vielleicht sind die schon so ein bisschen im Laichmodus, ich weiß es nicht. Wasser ist eigentlich zu kalt. Aber es macht trotzdem Laune. Freunde, gerade wo ich jetzt die andere Route reinholen will, gibt es jetzt hier einen schönen Biss und hier haben wir es. Das erste Reinrotauge. Also, vielleicht haben wir Glück und jetzt laufen sie voll ein. So kann es weitergehen. Geil. So, wieder ein Fisch.
Nee, der ist leider ab. Schade. Aber ich denke, das war wieder ein Rotauge, aber diesmal ein größeres. Naja, das passiert. Ich kann das jetzt schon an den Bissen erkennen, ob das so Rapfen sind oder Rotaugen. Ja, die Rapfen, die hacken so ganz schnell mal rein und die Rotaugen beißen ein bisschen anders da. Aber ist schön, ja. Es war jetzt schon lange nicht mehr so schön am Altrhein wie heute. Vom Wetter her, von der Fische her, es ist top. Also ich denke, jetzt wird es nicht mehr lang dauern. Und da werden auch schöne Brassen wieder beißen. Es gibt bestimmt eine tolle Saison hier. Wenn jetzt das Hochwasser langsam abgeht, dann werde ich es auch mal wieder an der Strömung versuchen, auf Barbe. Aber momentan macht es mir am Altrhein hier richtig viel Spaß. Es ist zwar immer, sage ich mal, eine Schlepperei, weil ich habe es hier gut, ich denke mal so 400 Meter bis zum Parkplatz, wo ich durchschleppen muss, aber es lohnt sich, ja. Und da ist schon wieder so ein Kormoran. Gut, dass der weiterfliegt. Ja, aber das lohnt sich echt. Gerade so, was die Natur betrifft, hat man hier wirklich alles. Wirklich sehr viele Wasservögel, auch seltene. Man sieht auch mal einen Eisvogel, den man sonst kaum sieht. Also es ist echt wunderschön hier. Und klar, ne, die Fischvielfalt. Ich denke, gerade wenn man mit Made angelt, wenn man mit Wurm angelt, da kann wirklich alles beißen. Ja. Das ist ganz komisch. Manchmal kommt der Biss direkt nach dem Einwurf, so in der nächsten 30 Sekunden. Und manchmal dauert es wirklich mal 5-6 Minuten, bis sich was bewegt. Ich habe mir jetzt extra vorhin einen Platz ausgelotet, der vom Grund her frei ist. Und jetzt kann ich auch mal ruhig den Korb mal so 30 cm ziehen, bewegen und wieder ablegen. So wolkt das ganze Futter und der Köder wird ein bisschen bewegt und so kommen dann auch ganz oft Bisse. Klappt nicht immer, aber öfters mal. So, Freunde, letzter Fisch für heute. Und das ist, welch ein Wunder, wieder so ein schöner Rapfen. Also da habe ich heute bestimmt etliche gefangen von der Resort hier. Leider war nur ein Rotauge dabei, aber immerhin. Das war trotzdem heute ein richtig schöner Angeltag. Also wenn ich jetzt nicht los müsste, ich würde hier sitzen bleiben bis heute Abend. Ne? Das macht so Spaß heute. Ja, man merkt jetzt, die Natur, alles erwacht und ich denke, in den nächsten Wochen wird man hier richtig gut fangen. Freunde, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bleibt gesund und viel Spaß am Wasser. Macht's gut. Ciao.